Hallo ihr Lieben, und zwar den Kuchen wollte ich euch auch unbedingt zeigen, denn er ist einfach so super einfach zu machen. Und zwar, ich habe jetzt einmal hier mir meine Springform vorbereitet mit dem Durchmesser von 18 cm. Dann habe ich hier einfach so eine Beerenmischung genommen, also die war tiefgekühlt, deswegen habe ich die jetzt gerade etwas erwärmt. Ich glaube, ich habe da jetzt so 500 Gramm, aber werde mit Sicherheit nicht alles benötigen und stelle mir halt den Rest dann einfach in den Kühlschrank, mache damit dann was anderes. Genau, und für unseren Kuchen an sich brauchen wir einmal 500 Gramm Quark, 200 Gramm Zucker, zwei Eier, die haben sich da hinten versteckt, zwei Teelöffel Backpulver, 60 Gramm flüssige Butter, die ist schon geschmolzen, ein Päckchen Vanillezucker, 50 Gramm Grieß da hinten, und das war's auch schon. Und wenn ihr einfach jetzt das mit den Beeren nicht wollt, dann könnt ihr das eigentlich auch, also was heißt eigentlich, das könnt ihr dann auch weglassen, dann habt ihr nur so einen normalen Quarkkuchen, oder ihr macht es halt auch mit den Beeren. Und was ich jetzt als erstes machen werde, ist einfach die Beeren pürieren. Die gebe ich jetzt dann nach dem Pürieren durch ein Sieb, damit diese Kernchen dann draußen sind. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit an. Und was ich noch sagen kann, bevor ich es vergesse, den Ofen habe ich jetzt schon mal auf 180 Grad eingestellt zum Vorheizen. Und wie gesagt, hier habe ich meinen Pürierstab und jetzt pürieren wir das erstmal. So, also die Beeren hatte ich ja jetzt püriert, das habt ihr ja gesehen, und ich habe sie jetzt einfach mal durch ein Sieb gestrichen. Und die Eier habe ich hier jetzt schon in die Schüssel gegeben. Dann gebe ich jetzt Vanille dazu und den normalen Zucker und die Butter. Und was da halt nur zu beachten ist, dass die Butter, wenn die geschmolzen ist, dass sie dann nicht mehr heiß ist, damit also das Ei nicht stockt jetzt, wenn wir das dazu geben. Und das tun wir jetzt einfach erstmal schön miteinander verrühren. Wenn wir das haben, geben wir jetzt den Quark mit dazu. Und verrühren das erst wieder. Und wenn wir das haben, geben wir jetzt noch den Grieß dazu und das Backpulver. Und das verrühren wir jetzt anschließend nochmal. Jetzt gebe ich einen Teil schon mal in unsere Form rein. Dann gebe ich einfach hier etwas von unserem Püree drauf, da drüber. Wieder auf die andere Seite. Dann gebe ich wieder etwas Teig drauf. Dann wieder etwas von unserem Obst. Übrigens, ich hatte da ja die gemischten Beeren. Ich hatte zwar vorhin, glaube ich, gesagt, gemischt, also wo alles Mögliche drin ist. Ihr könnt natürlich auch einfach nur Himbeer nehmen oder also was es da halt gibt. Also nach eurem Geschmack einfach euch da richten. Und dann geben wir einfach schon den restlichen Teig oben drauf. So, und was jetzt eigentlich nur zu beachten ist, und zwar, das geht jetzt für 40 Minuten in den Ofen, und nach 40 Minuten stelle ich den Ofen einfach aus und lasse das Ganze dann noch so bei 20 Minuten, 25 Minuten im Ofen stehen, dass der dann später nicht so zusammenfällt, und dann hole ich ihn raus
Und dann, wenn er dann draußen normal abgekühlt ist, geht es einfach ab in den Kühlschrank, dass er dann schön anziehen kann und fest werden kann. Und ja, dann sehen wir uns, wenn das Ganze vollbracht ist. So, ihr Lieben, und zwar, ich habe den Kuchen jetzt über Nacht im Kühlschrank gelassen, damit er einfach fest wird. Und eigentlich gibt es dazu nichts zu sagen. Ihr habt gesehen, der ist total einfach zu machen. Nur ich wollte nochmal wiederholen, das mit der Backzeit. Also einmal, wie ich vorher angekündigt habe, war der Kuchen jetzt 40 Minuten im Ofen. Dann ist, wie gesagt, nur zu beachten, lasst ihn dann einfach, wenn ihr den Ofen ausgemacht habt, 20 Minuten noch drin stehen. Dann habe ich nach 20 Minuten einfach die Ofentür aufgemacht und ihn noch so 10 Minuten mit offener Tür drin gelassen. Und dann habe ich ihn rausgeholt. Der soll halt einfach nur keinen Temperaturschock bekommen, damit er dann so zusammensackt. Das ist eigentlich so das Einzige, wo man drauf achten sollte. Ansonsten habt ihr gesehen, wie einfach der ist. Und dann kann ich einfach nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!